Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Produkte von der Firma Nuki. Und ja, was macht Nuki eigentlich? Naja, Nuki knüpft so ein bisschen an dieses ganze Smart Home. Ja? Das heißt, ihr könnt eure Tür, eure Eingangstür, aber natürlich auch eure Haustür smart machen. Ich werde das Ganze in zwei Videos oder in zwei Teile splitten. Einmal Nuki Opener, das werden wir heute machen. Da geht es sozusagen um diese ganze Gegensprechanlage. Was ihr damit machen könnt, werdet ihr alles gleich im Video sehen. Ich habe ja vor kurzem hier gerade diese Gegensprechanlage ausgewechselt gegen jetzt diese neue. Da hatte ich ja vorher noch so eine alte, die war ja zum Teil kaputt und natürlich auch nicht sehr schön optisch. Das Projekt verlinke ich euch hier oben rechts mal. Und im zweiten Teil wird es um den Smart Lock gehen. Das heißt, ihr könnt eure Eingangstür hier oben smart machen. In Kombination mit der Bridge könntet ihr quasi eure Tür von überall öffnen, wenn ihr das natürlich wollt. Ja? Und natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, so ein Keypad anzulernen oder einfach nur so einen kleinen Öffner. Das werden wir aber, wie gesagt, im zweiten Teil machen. Heute geht es um den Nuki Opener im ersten Teil. Ich wünsche euch viel Spaß. Nach dem Intro geht's los. Dann fangen wir jetzt mal mit der Montage bzw. natürlich auch mit der Einrichtung von dem Nuki an. Dazu packen wir den erstmal aus. Hier sind noch Schrauben drin und ein paar Dübel, falls jemand von euch den auch an die Wand dübeln möchte. Allerdings ist hier hinten ein sehr guter Kleber, da kann man den auch einfach an die Wand kleben. Das werde ich hier auf alle Fälle bei mir machen. Es ist noch ein Kabel da drin, das habe ich schon hier, weil ich habe dieses ganze Teil ja schon mal in Betrieb gehabt. Und ja, wie gehen wir jetzt nun vor? Also, mein Tipp, ja, da ich das ja nun schon mal zusammengebaut habe, überlegt euch als allererstes, wo wollt ihr den Nuki hinpacken? Ja? Ihr habt sozusagen diese drei Möglichkeiten. Ich persönlich würde die obere Variante nicht nehmen, auch wenn es vielleicht optisch am schönsten aussieht. Problem ist, wenn ihr diesen Deckel sozusagen abmachen müsst, dann müsst ihr das natürlich ein Stückchen nach oben haben. Das heißt, ihr müsstet den Nuki nach ein Stückchen nach oben versetzen und ihr würdet später immer so ein Stück Kabel sehen. Würde mir persönlich nicht gefallen. Deswegen entscheide ich mich entweder nach rechts oder nach links. Und in diesem Fall habe ich mich jetzt hier, ich weiß es immer noch nicht. Ich habe mich eigentlich immer noch nicht entschieden. Aber ich werde ihn jetzt hier hinpacken. Und das Coole ist, ja, jetzt müssten wir das Kabel sozusagen hier reinstecken. Und die Firma Nuki hat sich da echt was einfallen lassen. Hier sind so eine Kappen drauf. Und an der Stelle, wo wir es eben brauchen, ist eben keine. Hier kommt dann später das Kabel rein. Und da noch einen kleinen Hinweis, nicht, dass ihr das später nachher falsch rum macht. Hier ist so ein, das ist ja sozusagen die Wandseite. Und hier ist so ein kleiner Nupsi unten. Und dieser kleine Nupsi zeigt später nachher, ich hoffe, ihr könnt das sehen, wenn nicht, werde ich einen kurzen Bild einblenden. Hier ist dieser kleine Nupsi und der zeigt später zur Wand, weil so kommt der rein. Hier unten ist auch wieder dieser Nupsi und so kommt das dann später rein. Und dementsprechend könnt ihr dann das hier ganz dicht anbauen und ihr werdet später das Kabel nicht mehr sehen. Nachdem wir jetzt hier diesen Batterieschutz rausgezogen haben, blinkt der Nuki auch schon und wir können erstmal anfangen mit dem Gerät einrichten. Dazu gehen wir einfach auf Einrichten. Wir wählen hier den Nuki, also den Opener aus, gehen auf Opener einrichten. Könnt hier natürlich euren Namen eingeben oder den Namen, wie auch immer. Jetzt müssen wir hier 5 Sekunden auf diesen großen, nicht zu übersehenden Knopf drücken. Dann wird das hier gleich leuchten. Da er springt auch sofort um, wird verbunden. Opener verbunden, also ich brauche euch das ja gar nicht zeigen. Und dann gehen wir einfach auf Weiter. So, jetzt geben wir wieder einen Namen für den Opener ein. Ich gebe jetzt hier einfach mal Opener ein, fertig aus, Mickey Maus. Und jetzt können wir unseren Standort festlegen. Ich mache jetzt einfach mal Standort festlegen. Auch wenn es nicht hundertprozentig hingehauen hat, aber gut. Hier machen wir Überspringen, das kommt dann sozusagen im zweiten Teil, wenn wir den Smart Lock mit der Bridge kombinieren. Hier können wir jetzt anfangen auszuwählen, was wir haben und welches System wir haben und so weiter und so fort. Dazu gehen wir einfach auf Gegensprechanlage,
auswählen. Jetzt haben wir sozusagen auch schon mal den kleinen Hinweis, wie man das hier sozusagen aufmachen kann. Natürlich unterscheiden sich alle untereinander. Der eine ist zum Schrauben, mein Alter war zum Beispiel auch zum Schrauben. Den brauche ich nur mit einem kleinen Schraubenzieher hier unten gegendrücken und dann springt das schon auf und ich kann es eben abnehmen. Das ist nun wirklich ganz einfach und wir machen jetzt hier einfach mal in der App weiter und klicken auf Weiter. Jetzt habt ihr oft auch den Namen irgendwo hier drin stehen und das Modell. Ja, in diesem Fall ist das hier auch drin. Und das suche ich jetzt hier. Ich suche jetzt einfach mal das Modell raus und wähle es dann aus. HTA, da ist es schon. So, jetzt für euch ein großer Tipp. Für mich jetzt nicht. Ich werde es jetzt nicht machen. Wobei, doch, wir machen es. Klar. Also, wir machen ein Foto. Ja. Nuki möchte hier auf die Kamera zugreifen. Wir machen ein Foto davon. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen Larifari, weil, wie gesagt, ich habe davon gefühlte 100 Fotos. So, gut, das haben wir jetzt erledigt. Jetzt müssen wir anfangen mit der Kabelführung. Das heißt, wir verlegen erstmal dieses Kabel. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass wir den Nuki hier an diese Seite anbringen wollen und dass dieser Nupsi zur Wand zeigen muss. Das heißt, das Kabel muss später so hier rein, ja, weil wir können es ja später nicht mehr richtig drehen. Dazu schrauben wir jetzt einfach ganz einfach die vier Schrauben, nur ich sag mal eine kleine Umdrehung raus und das reicht dann auch schon. Das reicht damit, oder dass wir dieses Kabel einfach hier hinter durchschieben können. So, das war's schon. Mehr ist es nicht. Und jetzt folgen wir einfach dieser Anleitung. Ja, wir haben jetzt die Schrauben gelockert, wir haben das da durchgeschoben und so weiter und so fort. Jetzt steht hier auch nochmal, ihr seht ja auf dem Handy, dass es sozusagen diese drei Positionen gibt zur Auswahl, wo man das eben hinkleben, schrauben möchte, wie auch immer. Und so, und jetzt geht's schon los, ja, da er dieses Modell hier hat, wir haben ja vorhin, am Anfang haben wir ja das Modell angegeben, ja, dieses HTA 811, jetzt weiß er natürlich ganz genau, welche Klemme oder wo, wie, was angeschlossen ist. Und das ist jetzt für uns natürlich super einfach, weil wir brauchen jetzt nur noch das machen, was hier eben steht, ja. Das heißt, in diesem Fall, wir sollen die Klemme 7, war das, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja, entferne die Klemme 7 oder das Kabel von der Klemme 7, das ist das braune. Als nächstes sollen wir diese mitgelieferte Klemme hier an das braune Kabel stecken. Na, kommt schon. Einmal. Und hier das gelbe Kabel nehmen. Ziehen das mal noch ein bisschen weiter ab. Und nehmen das hier an die zweite Seite. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal das erste fertig und können dann auf Weiter klicken. Und jetzt haben wir ganz einfach eine Übersicht, wo wir welche Farbe womit anklemmen. Das ist also wirklich einfacher, geht es gar nicht. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich klemme jetzt wirklich anhand der Tabelle jedes einzelne Kabel an die Position eben an. Und ihr könnt einfach mal zugucken.
angeschlossen haben wir jetzt alles und auch wieder verschlossen. Jetzt müssen wir natürlich das alles noch konfigurieren und natürlich auch testen. Aber auch da wird uns die App komplett bei helfen. Als nächstes soll ich mich jetzt zu meiner Eingangstür bewegen. Habe ich jetzt gerade keine Lust zu, weil ich kann die ja hier von hier oben jetzt öffnen. Und ich hoffe, ihr hört es unten auch summen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Aber wenn nicht, ich sage euch, wenn es denn summt. Ja? Wir machen jetzt mal die Tür auf. Und jetzt drücken wir einfach mal Tür öffnen. Es hat unten gesummt. Ja? Jetzt fragt er mich, wurde die Tür geöffnet? Wir sagen ja, weil er hat sie ja unten geöffnet. So, jetzt können wir das natürlich das gleiche Spiel machen durch Klingeln. Also, sprich, ich gehe jetzt nach unten, drücke auf die Klingel, es klingelt hier oben und dann öffnet er automatisch die Tür. Coole Sache, das probieren wir jetzt mal aus. Es hat geklingelt, wurde die Tür geöffnet. Jo. Nachdem wir nun alles erfolgreich getestet haben, kommt hier Gratulation, Nuki Opener erfolgreich eingerichtet. Wir überspringen jetzt hier mal die Demo und dann kommt die Frage, ob wir Zutrittsberechtigungen vergeben möchten. Ich sage mal, bei dem Nuki macht das jetzt hier, oder bei dem Nuki Opener natürlich, macht das jetzt meines Erachtens nicht so viel Sinn. Deswegen werden wir uns damit jetzt auch nicht beschäftigen. Das kann dann später jeder für sich selbst anlegen. Ich denke mal, beim Smart Lock ist das viel interessanter, weil man dort einfach auch jemanden einen Code schicken kann, mit dem er in die Wohnung kommen könnte oder würde oder wie auch immer. Aber da kommen wir dann bei diesem Projekt drauf zurück. So, jetzt haben wir alles erfolgreich eingerichtet und jetzt können wir unter Einstellungen unendlich viele Einstellungen vornehmen. Ich will gar nicht auf alle eingehen, weil ich glaube, dann würde das Video Stunden gehen. Aber die wichtigsten würde ich jetzt einfach mal mit euch abarbeiten. Und zwar Öffnungsdauer. Die Öffnungsdauer können wir jetzt hier einstellen zwischen einer Sekunde und 30 Sekunden. Das ist die Zeit, wo der Summer aktiv ist. Also 30 Sekunden macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe das auf 1, ja, oder ich stelle das jetzt auf 1 und ich habe es auch schon auf 1 genutzt, weil eine Sekunde der Öffner, das reicht vollkommen. Ja, weil wenn man das weiß jedenfalls, ne, wenn man es jetzt nicht weiß, dann wären vielleicht 3 Sekunden vollkommen ausreichend. Jetzt haben wir noch eine Möglichkeit und was ich auch, glaube ich, vielleicht relativ wichtig finde, eine Verzögerung beim Öffnen zum Beispiel. Das heißt, man hat jetzt diesen Dauerbetrieb eingestellt und man drückt jetzt die Klingel, es klingelt und dann eben, sagen wir mal, 0 Sekunden würde es eben sofort aufgehen, beziehungsweise der Summer würde sofort aktiv werden oder eben 1 Sekunde, 3 Sekunden, je nachdem, was ihr einstellen wollt. Also ich habe das auf Standard gelassen, auf 0 Sekunden, weil ich weiß es ja, das heißt, wenn ich da bin oder eben das sogar auf Dauerbetrieb ist, dann weiß ich ja, dass wenn ich klingel, die Tür sofort aufgeht. Also lassen wir das bei 0 Sekunden. Jetzt hier, was ich gerade eben schon angesprochen habe, Dauermodus. Also Dauermodus ist zum Beispiel, wenn ich den jetzt aktiviere, dann ist die ganze Zeit, sobald jetzt unten jemand klingelt, geht sofort nach 0 Sekunden der Summer für eine Sekunde an. Also für eine Sekunde kann ich dann sozusagen, eine Sekunde lang kann ich die Tür öffnen. Das finde ich persönlich jetzt eher suboptimal, aber das Coole ist, man kann das auch alles noch komplett verfeinern. Und zwar, es gibt eine Zeitsteuerung. In der Zeitsteuerung kann ich jetzt zum Beispiel einstellen, dass zwischen, wir machen jetzt mal, weiß ich nicht, wir machen jetzt mal 10:10 Uhr. So. Ab 10:10 Uhr soll eine Aktion sein, und zwar Dauermodus aktivieren. So, das heißt, jetzt kann ich sogar noch eingeben, wann montags, dienstags nicht oder ja oder sonntags nicht. Und das speichere ich jetzt einfach mal. Und jetzt würde ab 10:10 Uhr dieser Dauermodus aktiv sein. Jetzt könnte ich natürlich wiederum das Gegenteil
Beispiel machen und sagen, ab 18 Uhr machen wir den sozusagen wieder aus. Und zwar Aktion, deaktivieren und speichern. So, jetzt haben wir, wenn ihr das jetzt gleich gespeichert habt, jetzt seht ihr hier in der Liste, 10.10 Uhr geht jeden Tag sozusagen, bis auf sonntags jetzt, der Dauermodus auf aktiv und ab 18 Uhr geht der Dauermodus wieder aus oder wird deaktiviert. Das finde ich viel, viel besser, als den Dauermodus komplett zu aktivieren. Was gibt es noch? Es gibt natürlich auch noch mit diesem Taster hier, der hier sozusagen ist, ihr könnt sehen, bei einmal draufklicken würde man jetzt sozusagen Ring to Open aktivieren bzw. deaktivieren, je nachdem. Man könnte das aber auch noch umstellen. Bei einmal drücken würde man Ring to Open aktivieren bzw. den Dauermodus aktivieren, deaktivieren oder einfach nur aktivieren oder gar keine Funktion. Das gleiche geht natürlich auch beim zweimal drücken. Dann könnte man eben ja, das einstellen, was man eben möchte. Oder natürlich auch öffnen. Also macht jetzt letztendlich, also wir machen jetzt mal wirklich aus Spaß einmal kurz hier bei einmal drücken, dass er das unten öffnet, zeige ich euch jetzt nicht, weil macht jetzt keinen Sinn. Aber also ob ich nun diese Taste drücke, ist jetzt für mich kein großer Unterschied. Ja? Also macht jetzt einfach in dem Fall keinen großen Sinn. Was ich noch vielleicht interessant finde, ist ganz unten erstmal diese LED hier auszumachen. Ich brauche das nicht, macht für mich keinen Sinn. Klingelunterdrückung ist natürlich auch noch eine coole Sache. Gerade wenn man jetzt vielleicht ein altes Telefon hat, ja, weil wir haben ja als allererstes die Klemme 7, also das Kabel bei der Klemme 7 abgenommen. Und die Klemme 7 wäre jetzt der Klingelton für dieses Telefon. Das kann Nuki jetzt sozusagen unterbrechen, kann es aber auch selbst wiedergeben. Ja? Und das könnte man jetzt hier einstellen, entweder ganz normal das Klingeln einfach ausschalten, Ring to Open ausschalten oder Dauermodus ausschalten. Das heißt, es würde klingeln, theoretisch, also nein, anders. Unten klingelt jemand, ihr hört das hier aber nicht, aber er würde unten öffnen. Als Beispiel, wenn jetzt dieser Dauermodus zum Beispiel aktiv ist. Es gibt hier auch noch unterschiedliche Sounds, die man sich jetzt hier zum Beispiel auch noch anlegen kann. Aber ich denke mal, da seid ihr selbst gefragt und könnt da ein bisschen dran rumspielen. Wie gesagt, hier gibt es natürlich auch nochmal Benachrichtigungen, die Möglichkeit. Da müsste man sich allerdings wieder einloggen und. Und dazu komme ich aber alles, wenn wir dann wirklich auch noch die Bridge dazu installieren, weil dann wird es erst wirklich interessant, weil dann kann man wirklich alles von überall aus auch machen. So, ja. Gut, ich denke mal, das war es jetzt erstmal mit diesem Teil. Ja. Ich denke mal, ich habe jetzt die wichtigsten Sachen habe ich erzählt und ich denke auch und ich hoffe auch, dass ihr das soweit auch, dass ihr auch so begeistert seid wie ich davon. Also ich bin total begeistert, ich finde das einfach genial. Alleine schon, wenn ich überlege, ich habe meine ganzen Einkäufe jetzt und latsche dann einfach nur zur Tür, klingel bei mir selbst und ich brauche keinen Schlüssel rausgraben, die Tür geht automatisch auf. Wenn wir jetzt dann auch noch Smart Lock installiert haben, dann würde theoretisch hier oben auch noch die Tür aufgehen und ich würde sozusagen in die Wohnung fallen. Ja? Also ich brauche überhaupt keinen Schlüssel mehr und das finde ich persönlich mega cool. Aber wenn ihr daran Interesse habt, beziehungsweise wenn ihr neugierig seid, wie es weitergeht und was Smart Lock 2.0 alles so kann, dann bleibt dran, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und ihr werdet benachrichtigt, sobald ein neues oder dieses Video dann online kommt. Und ansonsten würde ich noch sagen, Daumen hoch, nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!